Guten Abend. Heute habe ich ein bisschen was Besonderes vor. Es geht natürlich wieder ums Buch. Ich habe natürlich noch einen Nachtrag gefunden, wie immer. Und diesen Nachtrag, den wollte ich euch jetzt eigentlich nochmal nahe bringen. Und zwar, die Menschen lügen ja auch gerne, bloß um ihr Ansehen zu erhalten. Und Lügner erkennt man. Die kann man erkennen. Und zwar an den Augen. Und da habe ich mich eines anderen Buches bedient. Ich werde euch das auch verlinken. Ja, ist auch von mir okay. Also, das ist praktisch hier eine Eigenwerbung. Aber ich komme ja nicht anders hin, was soll ich denn machen? Irgendwo muss ich es ja auch mal zitieren dürfen, mich selber auch zitieren dürfen. Okay, das dazu. Also, wir werden heute das hier auswerten. Was kann man an den Augen ablesen? Und wir werden dann auch trainieren. Fangen wir mal an, ganz einfach mit dem Text. Und zwar aus Die Schülerflüsterer. Ich lese euch kurz vor. Die Augen. Wenn man Menschen dabei genau beobachtet, wie sie sich erinnern, sieht man immer wieder, dass sie nach oben schauen. Und wenn man es weiß, kann man auch sehen, an was sie sich erinnern. Das hatte ich vor über 10 Jahren einmal gelesen und achte seitdem darauf. Anmerkung für mir, das Schülerflüsterbuch habe ich 2004 geschrieben. Und ja, also es ist schon eine ganze Weile her. Es geht sogar noch weiter. Man kann auch erkennen, ob sich ein Mensch erinnert oder ob er sich etwas im Geiste zurechtlegt, konstruiert. Um es kurz zu machen, habe ich alles in einer Tabelle zusammengefasst, wobei in der Mitte die Augen angedeutet werden sollen. Gut, dann habe ich noch beschrieben, wie man das am besten selbst üben kann, aber hier schnell mal die Tabelle, wir wollen ja nicht zu viel Zeit verlieren. Ich habe euch diese Tabelle, also dieses ganze Textstück, sodass ihr es auch selber nachlesen könnt, wie ihr trainieren könnt. Das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt also direkt auf diesen Text gehen und auch auf diese Tabelle und die habe ich verlinkt. Also das ist möglich, damit praktisch zu trainieren. Und Ausgangspunkt war was anderes. Also das ist er hier. Ausgangspunkt war, dass ich dieses Video, was ich hier genommen habe, dass ich das deswegen jetzt einfach schnappe, weil ich hatte mir gedacht, was ist denn mit dem Video los? Das wird so oft geklickt, das ist doch in letzter Zeit gar nicht der Fall gewesen. Hast du vielleicht geschwindelt oder was hast du denn da gemacht? Und plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen, dachte ich, Moment mal, das könnte man aber in diesem Fall zum Thema Lügner erkennen und so weiter auch ganz gut ausnutzen. Also, ich weiß ja selber, was ich gedacht habe. Und in diesem Fall kann man ganz einfach sagen, ja, besser geht's nicht. Ich kann es ja kurz interpretieren. Gut, ich fange mal hier oben an, weil das die erste Stelle ist, und zwar bei Minute 0:16. Wenn ich darauf klicke, passiert Folgendes. Ist das auf YouTube los? Natürlich gucke ich. Ich gucke sogar Mainstream-Medien. Oder höre mir das an. Ich muss ja wissen, was los ist, ne? So, ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich hatte gesagt, ja, natürlich gucke ich. Ich gucke auch Mainstream-Medien. Und es geht, wir erinnern uns an Gesehenes. Ja, ich habe was. Was gucke ich denn alles? Daran habe ich mich erinnert, bevor ich spreche. Also ich habe mich daran erinnert, was habe ich denn alles gesehen? So, das dazu. Dann gehen wir mal auf Minute 1:30. Ich habe mich an Geräusche, Töne oder Worte erinnert. Ihr könnt es dann genauso machen. Und das Schlimme ist, man erntet nur Schulterzucken, wenn man mit den Leuten darüber spricht. Und darüber waren die Leute auch sehr traurig. Ich habe mich kurz erinnert, gucken wir uns diese Stelle nochmal an, was ich gleich erzählen wollte. Also, kleinen Moment. Sagt, verlinke, könnt euch das ja mal angucken. Und ja, die Kommentare waren so ungefähr sinngemäß, ja, überall gibt es so viel Schlafende. Und das Schlimme ist, man erntet nur Schulterzucken, wenn man mit den Leuten. Überall gibt es so viel Schlafende und das Schlimme ist, man erntet so viel Schulterzucken. Das habe ich mir vorher. Ich habe mich daran erinnert. Was will ich denn jetzt gleich sagen? Ich musste mich daran erinnern. Also nochmal hier. Ich habe mich an Töne, Worte erinnert und die habe ich dann selber ausgesprochen. Gehen wir hierzu. Ich konstruiere neue Worte, Geräusche oder Töne. Ich konstruiere also jetzt was. Gucken wir uns das an. Freunde, ehemalige Freunde, wo wir dachten, Mensch. Ich musste direkt sagen, ja, was sage ich denn jetzt zu den Leuten? Sage ich irgendwelche Idioten oder was soll ich denn jetzt für einen Ausdruck wählen? Nein, es ging darum, dass ich das Wort Freunde mir zurechtlege. Deswegen habe ich erstmal, ja, jetzt ist es wieder ein bisschen schwer zu finden, ne, habe ich erstmal nach rechts geguckt. Also ich habe praktisch etwas konstruiert. Was sage ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt
Worte, neue Worte. Was will ich denn jetzt dazu sagen? Minute 2:34. Wir konzentrieren uns auf Gefühle. Gucken wir uns das an. Ein schönes Motorrad, schnell mal vorgeführt. Ja, das war jetzt ganz deutlich. Also ich habe mich eines schönen Gefühls erinnert. Ein schönes Motorrad vorgeführt. Mein Freund war da. Ja, ein guter Bekannter, aber ich würde ihn schon mal als Freund bezeichnen. Ich habe mich also an Gefühle erinnert. Also ich habe mich da richtig reingesteigert und habe mich richtig drauf konzentriert und gefreut. Ich musste mich kaum konzentrieren, weil ich habe es einfach so empfunden. So, und dann haben wir jetzt hier Minute XYZ. Wir sprechen zu uns selbst. Das habe ich in dem Video nicht gefunden, denn ich wollte ja zum Publikum sprechen. So, nochmal kurz im Text. Das könnt ihr dann aber selber nachlesen. Was halten Sie als Leser, ne? Was halten Sie von folgender Erfahrung? Wenn ich einen Schüler frage, was dieser oder jener genau gesagt hat, schaut mich ein notorischer Lügner ganz gerade an. Wenn er mir nicht so gerade in die Augen schaut, also nicht so geübt im Lügen ist, schaut er nach Mitte rechts. Mitte rechts. Hier drüben. Ich habe es nochmal extra hingeschrieben, weil es ja, wir gucken ja im Spiegel anders. Dann konstruiert er also, wenn er nicht so geübt ist im Schwindeln, dann konstruiert er Worte. Er legt sich was zurecht. So wie ich das da auch machen musste. Ihr könnt euch das Video nochmal unter diesem Aspekt ja angucken, weil jedes Mal habe ich es verlinkt und dann könnt ihr euch das ja nochmal anders anhören. Also will nochmal kurz zusammengefasst sagen, wir haben also eine Möglichkeit, an den Augen zu erkennen, was kommt denn jetzt gleich, was macht denn der gerade, der jetzt zu uns spricht oder schwindelt da gar. Gibt es ja genug Möglichkeiten. Man muss es ja nicht unbedingt mit seinem Ehepartner üben oder mit einem Freund, sondern man kann es ja auch ganz einfach machen, indem man sich mal eine Rede anguckt, wenn die Leute da nicht gerade ablesen. Aber freisprechende Politiker zum Beispiel, ne, da kann man ganz schnell sehen, was los ist. Es sei denn, das sind absolut geübte Leute, dann hätte man es schwer. Aber selbst da erkenne ich es immer noch. Aber das ist eine Übungsfrage. Gut, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Anreiz gegeben, auch mal darauf zu achten und ein bisschen praktisch zu üben, weil es ist sehr erhellend. Und was tun die Leute nicht alles, bloß um ihr kleines bisschen Ansehen zu behalten? Es ist interessant. Einen schönen Abend, viel Freude und ja, macht was, ne? Aber macht's gut. Bis später. Tschüss.